Ja, ich heiße euch willkommen zurück zur nächsten Einheit über den fünffältigen Dienst im Leib Christi. Um nochmal zu rekapitulieren, ich glaube, die Gemeinde kann ohne den fünffältigen Dienst eigentlich nicht der Leib Christi sein, denn der Leib Christi wird ja belebt und erfüllt von dem Geist Christi und verkörpert Jesus, der eben auch diese Fünffältigkeit in seinem eigenen Dienst hat. Jesus ist der Apostel, der Gesandte des Vaters, er ist der Prophet und er ist der auch der Evangelist, er ist der Lehrer, er ist der Hirte. Wir finden das alles bei Jesus in vollkommener Ausgestaltung. Und die Gemeinde, die jetzt seine Gemeinde ist, die ihn widerspiegelt, in der sein Geist lebt, die natürlich kann unmöglich anders sein. Sie wird auch Jesus entsprechen. Das ganze Betreiben des Heiligen Geistes ist ja, uns in das Bild von Jesus zu verwandeln. Und wenn jetzt Jesus apostolisch ist, wenn er der Gesandte des Vaters ist, ja, dann kann die Gemeinde ja nicht apostolisch sein. Sie ist dann auch so. Und eigentlich ist das sehr schön, dass man sehen kann, ja, durch den fünffältigen Dienst wird die Gemeinde eben auch fünffältig. Sie wird apostolisch, sie wird prophetisch, sie wird evangelistisch, sie wird lehrfähig, sie wird ein Lehrer und sie kann die Dinge des Geistes, die Wege Gottes lehren, und weil sie geht und sie ist auch Hirte. Sie bei ihr können die Menschen wirklich zur Ruhe kommen, können Gott finden und eintauchen in die Gegenwart Gottes und in die Verwandlung durch den Heiligen Geist, und sie können genesen, sie können erneuert werden. All das begleiten ja die Hirten, die in der Gemeinde leben, die in der Gemeinde vor Ort sind. Und und Gott hat also diese fünf Dienste, diese fünf eigentlich geistbegabten Dimensionen, diese Geistbegabungen gibt er Menschen, die dann im Besonderen diese einzelnen Aspekte verkörpern und der Gemeinde beibringen können, die Gemeinde hineinführen können in diese Dimensionen. Und so ist es auch beim Evangelisten. Die Aufgabe des Evangelisten ist nicht nur zu evangelisieren, sondern eben auch die Gemeinde in diese evangelistische Dimension von Jesus zu führen. Jesus ist der Evangelist, er verkündet das Reich Gottes, er ist derjenige, der ein neues Leben, der eine Verbindung mit dem Vater predigt und der das alles wiederherstellt, der uns in das Evangelium, in die gute Botschaft vom Reich Gottes, von der Macht Gottes, die alle Dinge verändern kann, der uns da hineintauft, hineinbringt, hineintaucht, der uns den Heiligen Geist gibt, der mit uns diesen Weg der Verwandlung und der Taufe eigentlich geht. Aber die Begriffe sind heute auch sehr belegt. Taufe, ja, alle Leute haben eine bestimmte Vorstellung von Taufe. Vieles weicht von dem, was es eigentlich ist, ab. Und in einer wirklichen Taufe geht es ja darum, dass wir in etwas hineingetaucht, hineingebracht werden, wo wir vorher nicht drin waren, aber jetzt doch. Und alle diese Aspekte des fünffältigen Dienstes sind auch Aspekte der Salbung. Der Salbung, die Salbung des Heiligen Geistes. Und Christus heißt, der ist der Gesalbte. Und diese fünffältige Salbung, die Salbung in ihrem vollen Maß, liegt auf Jesus. Und die Gemeinde wird nun auch in diese Salbung hineingebracht, unter diese Salbung des Heiligen Geistes gebracht, der die Gemeinde ermächtigt und befähigt und belehrt und in den Zustand bringt, in dem sie sein soll, in die Reife bringt, in die Stärke, dass sie wirklich das Gegenüber Gottes sein kann, dass sie wirklich in Christus ist und Christus in ihr ist. Ich glaube, das kann man durch das, was wir gewohnt sind, Leute studieren Theologie und dann werden die angestellt und dann dann werden die da dann zu Pastoren bestellt. Etwas anderes gibt es ja eigentlich in den Kirchen gar nicht, als eigentlich nur noch den pastoralen und den diakonischen Dienst.
ja, Verwaltung und Betreuung. Aber hier zum Beispiel der Evangelist, der neue Evangelist, wie ich das Kapitel hier überschrieben habe, Kapitel 6 in dem Buch, ab Seite 107. Da weise ich hin auf Philippus. In der Apostelgeschichte 8 predigt Philippus in einer Stadt von Samarien. Er predigt von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu. Aha. Er predigt das Evangelium von dem Reich Gottes und dem Namen Jesu. Jeder von uns kann sich fragen, ja, könnte ich darüber auch predigen? Was weiß ich eigentlich über dieses Evangelium vom Reich Gottes, von dem Namen Jesu? Und wir lesen dann, dass in dieser Stadt also wirklich die ganze Stadt war ergriffen, die ganze Stadt war in Bewegung, sehr viele Gelähmte, die da waren, wurden geheilt und von vielen sind also Dämonen ausgefahren und da steht dann, es war Freude in der ganzen Stadt. Wenn ich sowas lese, wenn ich dann und daneben lege, ja, was haben wir, wie stellen wir uns irgendwie Evangelisation vor, ja, dann habe ich den Eindruck, wir sind so weit weg davon, von dieser gesalbten Variante, dieser Heiliggeist durchtränkten, mächtigen Variante von Evangelisation. Ja. Wir sehen durch die Geschichte, auch die neuere Geschichte, wie Evangelisten, sehr wirkungsvolle Evangelisten, die haben ganze christliche Erweckungsbewegungen, haben die auf den Weg gebracht. Und das ist auch etwas, was Evangelisten können. Also Evangelisten, die gesalbte Variante von Evangelisten, die können wirklich eine Stadt mobilisieren, die bringen Bewegung, die bringen, also in denen ihrer Gegenwart wird einem das Reich Gottes sowas von real, da wird einem der Name Jesu die Dinge, es ist, als würde einem der Schleier weggenommen und man sieht diese Dinge, man erlebt diese Dinge, man spürt diese Dinge, es ist, als würde man den Wind des Geistes fühlen, der da weht und der dynamisch ist und der dieses ganze auch religiöse, verknöcherte, staubtrockene Christsein irgendwie verändert, total verändert und da kommt Kraft rein, Bewegung rein, das wird alles irgendwie erneuert und das ist wie der Frühling, der kommt. Also ganz wunderbar, wer das mal erlebt hat, einen gesalbten Evangelisten, der weiß, wovon ich rede. Interessanterweise spricht auch Wikipedia über die Evangelisten. Und da heißt es, als Evangelisten werden in christlichen Erweckungsbewegungen Personen bezeichnet, die speziell zur Evangelisation berufen sind. Sei es, dass sie von einer Kirche oder einem christlichen Werk offiziell dazu angestellt sind, oder sei es, dass sie selbst als ihre besondere Berufung es als ihre besondere Berufung von Gott empfinden, Evangelist zu sein. In der Bibel wird ein solches Berufsbild des Evangelisten erwähnt. In den nachbiblischen Schriften der Urkirche findet sich diese Bezeichnung nicht mehr. Im Katholizismus, Protestantismus wird anstelle des Titels Evangelist die Bezeichnung Missionar verwendet. Die Aufgabe eines Evangelisten besteht hauptsächlich darin, nicht- und andersgläubige Menschen in eingängigen Worten die Grundlagen des christlichen Glaubens zu vermitteln, sie zur Bekehrung einzuladen. Oft ist das mit einer ausgedehnten Reisetätigkeit verbunden. Ja, und untrennbar verbunden mit dieser Reich Gottes Evangelisation, dieser gesalbten Evangelisation ist die Heilung der Kranken, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. In Matthäus 10 heißt es, als Jesus seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Bedenken wir, hier steht jede Krankheit, jedes Gebrechen zu heilen. Wenn ihr hingeht, predigt und sprecht, sagte Jesus seinen 12 Aposteln, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt die Kranken, weckt die Toten auf, reinigt die Aussätzigen, treibt die Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Und in Lukas 10, eine andere Stelle, da heißt es, dass Jesus sagt seinen Jüngern, in welche Stadt ihr auch kommt, und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird, und heilt die Kranken darin. Und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Tja, also
Hier sehen wir, Evangelisation ist nicht nur etwas mit Worten, dass wir hier guten Leuten irgendwie erklären können, was das Evangelium eigentlich ist. Auch das braucht meiner Meinung nach schon eine Salbung, es braucht den Heiligen Geist, sonst verstehen die Hörer das alles nicht. Das ist einfach nicht möglich. Es ist, als wäre da diese Decke drauf, von der auch in der Bibel die Rede ist, dass die Leute, die hören die Sachen, aber sie hören sie nicht wirklich. Sie sehen, aber sie sehen nicht wirklich. Sie nehmen das alles gar nicht so richtig wahr, wie es tatsächlich ist. Und dann sagt Jesus, aber wenn ihr jetzt hingeht und wenn diese Kraft mit euch auch kommt und wenn dann die Kranken geheilt werden und wenn hier die Dämonen ausfahren, wenn Tote auferweckt werden, das sind dann mal mächtige Demonstrationen dieser Macht Gottes, die Leute mehr betroffen machen als vielleicht viele Predigten oder viele Vorträge. Und das ist ja klar. Also wenn ich mir vorstelle, der Evangelist kommt in mein Haus und dann werden erstmal alle geheilt, die da sind, ja, also das wird wahrscheinlich, werde ich das in Windeseile sämtlichen Leuten, die ich kenne, erzählen und E-Mails rundschicken und das wird überall, also das ist dann ein Zeugnis, das gegeben wird, dass Menschen dann sagen, ja, wir haben etwas gesehen, wir haben etwas erlebt, wir wissen, das war nicht nur eine religiöse Vortrag, den da einer gehalten hat. Also hier kam Gott selbst irgendwie mit und fing an, hier unser Schicksal zu verändern, unser ganzes Leben zu verändern, unser ganzes Dorf zu verändern. Also sagenhaft. Und wir lesen ja, und das ist ja für viele Christen auch sehr zentral, der Missionsbefehl am Ende der Evangelien, und da heißt es in Matthäus 28, Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Also, und in dieser Macht gehen wir, die Gemeinde von Jesus, der Leib von Jesus, wir gehen in dieser Macht hin, um sie nun auch auszuüben. So wie Jesus sie auch ausgeübt hat und wie die Jünger sie ausgeübt haben. Und diese 70, die Jesus geschickt hat, mit der gleichen Vollmacht. Das ist also dieser Evangelist des fünffältigen Dienstes steht unter einer missionarischen Salbung und er bringt auch die Gemeinde, ja, er bringt ihr wieder dieses Bewusstsein, wir haben eine Mission, wir sind gesandt bis an die Enden der Erde, wir sollen überall dieses Heil von Gott hinbringen und verkündigen, aber nicht nur verkündigen, auch demonstrieren. Und in der Urgemeinde sehen wir dann in der Apostelgeschichte, ja, das war dann da auch so. Apostelgeschichte 5 heißt es, umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, der Gemeinde hinzugetan. Scharen von Männern und Frauen, sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen, auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten würde. Es kam auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen. Sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Ja, also wenn man solche Bibelstellen dann neben das legt, wie wir heute also dann Mission betreiben, das wirft viele Fragen auf. Und ich erinnere mich, wo ich das erste Mal ein Video gesehen habe hier von Reinhard Bonke, immerhin ein deutscher Evangelist, ein gesalbter Evangelist, der in Afrika, also der ganz Afrika aufgemischt hat, mit riesigen Open-Air-Veranstaltungen, wo also Hunderttausende von Menschen dahin kamen und wo man also selbst über den Bildschirm in den Aufnahmen spürt, man sieht diese Macht Gottes und wie die Leute dabei sind, wie ergriffen die sind und wie dann so viele Leute geheilt werden und dann die Zeugnisse auf der Bühne, was Leute erlebt haben, die dann da spontan berichten und das ergreift die Zuhörer und die Menge noch viel mehr, dass sie erleben, boah, Gott nimmt sich unser an, unserer Schwachheiten, unserer Krankheiten, das ist nicht nur irgendwie die da vorne, diese, ja, die vielleicht sind die anders wie wir und das sind ja hier irgendwelche Kleriker oder was, nein,
Das merkt man dann und habe ich gesehen in diesen Veranstaltungen, wie also diese Salbung über die ganze Versammlung kommt, über Hunderttausende von Menschen. Und wie da Bewegung ist und wie, was da alles abgeht. Also das kann man alles gar nicht, wenn man es nicht gesehen hat, kann man das überhaupt nicht glauben, kann man das überhaupt nicht fassen. Und und da habe ich also gesehen, wie himmelweiter Unterschied ist zu einer evangelistischen Veranstaltung auf rein menschlichem Niveau. Ja, also diese gesalbten Evangelisten haben auch in der neueren Zeit wirklich unheimlich vieles bewirkt. Die haben ganze Nationen haben die beeinflusst und das können Evangelisten auch. Sie mobilisieren wie dieser Philippus in Samarien, sie mobilisieren eine ganze Stadt. Und haben wir Berichte und auch aus der neueren Zeit, wie also Evangelisten hier riesige Stadien gefüllt haben. Billy Graham ist ein sehr bekannter Name. Billy Graham, der also hier zu Millionen von Menschen gesprochen hat, in allen Ländern der Welt, auch in Deutschland war der mehrere Mal im Olympiastadion, also unglaublich. Dann, was mich immer sehr beeindruckt hat, einige Frauen, Evangelistinnen, diese Mary Woodworth Etta, 1844 bis 1924, eine Zeltevangelistin in Amerika, die da rumzog mit einem Zelt. Für die damalige Zeit, also für eine Frau, sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Und und sie hat ein Buch geschrieben, das Tagebuch der Zeichen und Wunder, mit 500 Seiten, wo sie also über diese Evangelisationen da spricht, und das hatte also eine Wirkung im Umkreis von 100 Meilen. Sind Menschen einfach auf den Straßen auf die Knie gegangen und haben irgendwie sich Gott zugewandt, wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Aber eine solche Offenbarung von Gott, so mächtig, diese Evangelisationen von dieser Zeltevangelisation, die fingen an, aber die hatten kein Ende mehr. Also über Wochen gingen die nonstop. Also wie auch diese Frau nonstop über Wochen, Tag und Nacht, ging das weiter. Also vieles auch, was man sich überhaupt nicht erklären kann, wie jemand das tun kann, wie jemand das aushalten kann, wie das geht. Die Leute wollten auch alle überhaupt nicht wieder nach Hause gehen. Das war eben auch ein Phänomen. Die Leute haben da so einen offenen Himmel erlebt. Die haben die Musik des Himmels gehört, die saßen da wie vom Donner gerührt. Und da, also keiner hatte noch die Idee, ja, wann ist die Veranstaltung zu Ende, wann gehen wir mal nach Hause? Ja, da wollte keiner nach Hause gehen, da guckte keiner mehr auf die Uhr. Diese Versammlungen hörten nie auf, das ging. Und dann wieder, ganze Städte wurden davon ergriffen und ganze Städte haben sich bekehrt, die Gefängnisse, die Kriminalität verschwand. Die Gefängnisse haben sich geleert, die irgendwelche Spelunken und Zeug, also alles, die haben geschlossen, das hörte auf die. Das war dann eine Erweckung, die da ausgelöst wurde. Eine Erweckung, dass die Leute sich auf einmal des Himmels und Gottes bewusst wurden. Das ist eine Erweckung. Sie wachten dafür auf. Ganze Städte. Also dieses Buch, ein Klassiker. Nach dieser Mary Woodworth Etta kam eine andere Evangelistin, 1890 bis 1944, Amy Semple McPherson. Von der heißt es, zu ihrer Zeit eine der meistveröffentlichten christlichen Evangelisten, und hat darin selbst Billy Sunday übertroffen. Sie vollzog öffentliche Glaubensheilungen vor großen Massenversammlungen. Zeitgenossen sprachen von bis zu 10.000 Menschen, die geheilt worden sind. Also immer spielte Heilung auch in diesen Versammlungen eine ganz große Rolle. Nach dieser Amy kam dann die Catherine Kuhlman, 1907 bis 1976, und ist auch eine weltberühmte Evangelistin geworden, die also auch durch die ganze Welt gereist ist und dann auch so Healing Crusades, Heilungsfeldzüge da abgehalten hat und wöchentliche Sendungen von den CBS-Studien, I believe in miracles, ich glaube an Wunder, und Hunderttausende von Menschen haben auch Briefe geschickt an dieses Studio und an diese zu diesen Sendungen, und
Und da lagen dann die Briefe von den Leuten auf Tischen hier so hoch, dann alles Hunderte, Tausende, Zehntausende von Briefen und dann haben die da gebetet und so viele Heilungen sind geschehen, selbst über das Fernsehen. Ne? Also unglaublich die Wirkung von Catherine Kuhlman wieder. Viele, 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 viele Heilungen sind da geschehen. Hier steht, Wikipedia sagt, viele Heilungen wurden auch von unabhängigen Ärzten bestätigt. Ja, also man findet auf YouTube auch tatsächlich noch Aufnahmen auch von solchen Evangelisationen, von solchen Veranstaltungen mit der Catherine Kuhlman. Millionen von Aufrufen, wenn man das sich anguckt, dann denkt man sich, naja, also diese Evangelisten haben eine große Wirkung gehabt. Die sind sehr mächtige Menschen. Und das ist manchmal auch das Problem mit den Evangelisten, dass sie so mächtig sind und einfach erwarten, dass jeder Christ ein Evangelist, dass nun alle auch so, alle nur ein Thema auf dem Schirm haben, nämlich Evangelisation, die haben kein anderes Thema. Für die gibt es nichts anderes und die mobilisieren die ganze Gemeinde und wollen die mit einbeziehen in diese Erweckungsarbeit und in diese Evangelisation und boah, können auch Menschen ausbrennen, die eben nicht den Power haben wie so ein Evangelist. Aber ja, ganz toll, es gibt wie gesagt auf Wikipedia einige Berichte auch über Evangelisten, auch weitere Evangelisten, George Whitefield, ganz berühmt. Jonathan Edwards, Wesley, Finney, also es gab sehr einflussreiche, sehr mächtige Evangelisten, die auch da auf dem Pferd da durch Land geritten sind und ja, Tausende, Millionen von Menschen da bewegt haben und beeinflusst haben, also ganz, ganz toll. Und natürlich bringen die Medien das nicht so, dass es das auch heute gibt und dass auch heute solche Evangelisten unterwegs sind. Und jetzt haben die natürlich durchs Internet auch noch die Möglichkeit, diese Evangelisation alle aufzunehmen und ins Netz zu stellen. Und das sind also riesige, riesige Geschichten. Ich habe geschrieben, Evangelisten vom Format des fünffältigen Dienstes fahren immer zweigleisig. Einerseits ziehen sie Menschenmassen in großen Konferenzen und Evangelisationen zusammen. Andererseits lehren sie die Gemeinde, die machtvolle Dimension des Evangeliums zu begreifen und in ihr Leben zu integrieren. Evangelisten können Erweckungen initialisieren, haben großen Einfluss auf die Entwicklung ganzer Nationen. Also ich habe auch gesehen, meinetwegen dieser Reinhard Bonke, der wurde auch eingeladen von Regierungen. Alle Regierungen in Afrika, der hat da gesprochen vor den Parlamenten, der wurde da rangeholt und also da war ein riesiges Interesse und die haben ihm auch Raum gegeben, da zu sprechen und zu ihrer Nation zu sprechen und ja, das wird uns manchmal alles von der Kirche gar nicht erzählt und ist den Leuten gar nicht bekannt, was da wirklich abgeht. Und ja, also ich habe das auch erlebt bei solchen Evangelisten, da knistert die Atmosphäre. Da ist eine solche Energie, eine solche Kraft, eine solche Anhebung des ganzen Niveaus, dass man schon allein, wenn man da hingeht, ist man schon halb gesundet. Es ist die Rede auch bei vielen Evangelisten von dem Feuer. Sie reden von dem Feuer Gottes, das fällt. Ein geistliches Feuer, das die Gemeinden erfasst und wieder mal anfacht, dass sie aus der Müdigkeit, der Routine und Langeweile herauskommen und wieder in Bewegung kommen und wieder begreifen, ja, wir sind die Gemeinde, hallo, wir sind der Leib Christi, wir haben Teil an der Mission und an dieser Macht, von der Jesus redet, die ihm gegeben ist. Und wenn man dann an dieser Macht teil hat und wenn man sie erlebt, ja, dann kann man unmöglich mehr zurückkehren zu einer Form von Christlichkeit und Frömmigkeit, wo das einfach fehlt, wo es das überhaupt nicht gibt. Allerdings den Gemeinden und den Konfessionen, die eigentlich eine solche Evangelisation nie erlebt haben, auch gar nicht betreiben, auch gar nicht auf dem Schirm haben, wo es das einfach nicht gibt, die misstrauen dem. Wenn die dann sowas hören, ja, da gibt es solche Evangelisten, die also solche Konferenzen und Veranstaltungen haben mit Zehntausenden von Leuten und die also sowas von attraktiv sind,
das können die nicht glauben. Die denken dann, das ist alles irgendwie fake und da geht es um Geld und die haben da irgendwie Manipulation, betreiben eine Riesenmanipulation. Das ist einfach gesagt, wir müssen aber doch daneben legen, ja, wie hat es Jesus gemacht, weil diese Evangelisten, die da auch solche großen Erfolge haben, ja, die orientieren sich und die Gemeinde ja an Jesus und nicht an irgendeiner christlichen Organisation oder Institution oder Tradition, sondern an Jesus. Und sie sagen, so ist Jesus, der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir können erwarten, in seinem Namen, wie er sagt, werden wir die gleichen Werke tun wie er. Ja. Gabenprojektion, das ist mein letzter Punkt hier gewesen bei den Evangelisten, die Gaben projizieren. Evangelisten können ihre Gabe verabsolutieren und auf die Gemeinde projizieren, die ihrer Meinung nach zu nichts anderem als zum Evangelisieren da ist. Ja. Ich habe mal eine Zeit lang auch bei einem Evangelisten mal ein paar Wochen gewohnt und habe da mitgearbeitet und ich muss euch sagen, also wirklich, da gab es nichts anderes. Also da gab es Tag und Nacht nichts anderes als die Botschaft, Jesus kommt bald wieder, wir müssen jetzt die Menschen zu Gott zurückrufen, es gibt nichts Wichtigeres und da haben wir also, und da wurde gebetet Tag und Nacht für die Errettung der Seelen, für die Menschen und dass die Traktate, die da gedruckt wurden, die ankommen und alle Veranstaltungen, alles ging Tag und Nacht um Evangelisation, das war das eine und das war alles und ja, das war auf der einen Seite für mich also riesig faszinierend, wie das so ist und wie ein solcher Evangelist wahnsinnig motiviert ist, über alle Grenzen zu gehen, alle Mittel zu nutzen, die überhaupt nur gehen, um das Evangelium bekannt zu machen. Wow! Ja, natürlich Gemeinden, die davon ergriffen werden, ja, die treten aus dem Schatten heraus und die machen sich auch sichtbar und die demonstrieren eben auch Macht, göttliche Macht und haben nicht nur Worte, sondern auch Kraft. Wir müssen uns ja doch vor Augen halten, dass das Neue Testament sagt, dass das Evangelium oder das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Das haben wir meiner Meinung nach irgendwie umgedreht und neuerdings, also heutzutage besteht dann die Kirche nicht mehr in Kraft, sondern in Worten. Und ja, will aber trotzdem behaupten, ja, sie ist trotzdem die Gemeinde Jesu, sie ist trotzdem christlich. Und ja, und wer will das denn abstreiten? Ja, das kann man aber in Frage stellen. Ja, wo ist die Kraft? Es gibt in der Bibel kein Evangelium, kein Reich Gottes, keinen Dienst, kein irgendwas ohne Kraft. Das ist undenkbar, das gab es überhaupt nicht. Und es dahin zu bringen, dass wir alle das wieder für normal halten, irgendwie so eine kraftlose Kirchlichkeit, das ist schon eine traurige Geschichte eigentlich, muss man sagen. Ja, die Kirche ist misstrauisch gegen diese Evangelisten, die hat dann hier so Sektenbeauftragte, die das dann weltanschaulich einordnen sollen, was da vor sich geht und das ist für die also fundamentalistisch und das ist alles viel zu extrem und ja, Evangelisten, gesalbte Evangelisten sind extrem, sowas von extrem. Die gehen jedes Hindernis, räumen der aus dem Weg, die bahnen der Gemeinde einen Weg, wirklich wieder in die Gänge zu kommen und sich zu erinnern, ja, wer sind wir eigentlich? Und ja, ich war auch früher sehr verbunden mit einem Missionswerk, Operation Mobilisation, OM, und die haben dann zum Beispiel auch so Schiffe betrieben, die haben also große Schiffe am Laufen gehabt, die in alle Häfen der Welt sind die gefahren. Und ich habe dann da, die haben evangelistische Einsätze gemacht in vielen Städten, dann in den Osterferien, Sommerferien und da habe ich dann mitgemacht. Und selbst auf Wikipedia wieder, man mag es nicht glauben, gibt es auch über die einen Eintrag. Und da heißt es, dieses Werk betrieb auch zwei Schiffe, die als schwimmende Missionsstationen, Konferenz-, Kultur- und Hilfezentren, Häfen in aller Welt ansteuerten. So, der Evangelist, stellen wir fest, hat überhaupt keine Angst, die Welt, den Schmutz der Welt, die Sünde der Welt irgendwie zu berühren. Der geht mitten rein in das Dunkelste und Schlimmste und Schwierigste.
der geht rein in die ärmsten und verrücktesten und kaputtesten Verhältnisse. Das kann Evangelisten überhaupt nicht abschrecken. Gerade da wollen die hingehen. Und es ist interessant, also Wikipedia sagt auch hier, jährlich werden über 1 Million Besucher auf den Schiffen gezählt. Zwischen 1970 und 2015 haben über 44 Millionen Menschen die Schiffe von UN in über 1400 Hafenstädten in 150 Ländern besucht. Ja, der Gründer von UN, George Ferver, auch eine Empfehlung, könnt ihr mal euch mal ein Video von dem angucken oder so. Ja, da seht ihr dann einen Evangelisten in Reinform. Ja, das ist also völlig faszinierend und ja, ich kann euch das nur empfehlen, wirklich euch mal solche Videos anzusehen von gesalbten Evangelisationen. Also da fällt der Himmel auf die Erde, da gibt's auch diesen Encounter, so diese dunkle Welt und dämonisierte Welt und diese Himmelswelt, die prallen da aufeinander und da geht was ab. Da bleibt kein Auge trocken, das ist unheimlich intensiv, da reagieren die Leute und ja, da ist es mit Beschaulichkeit und Ruhe völlig vorbei, auch viele seltsame Phänomene können auftreten in solchen Evangelisationen, die man schwer einordnen kann, was ist das, was passiert da eigentlich? Ja, da passieren himmlische Dinge, die wir ja eben gar nicht kennen und da kann man dann schnell natürlich sagen, ja, was soll das alles, das ist doch irgendwie Hokuspokus oder das ist doch irgendwie, warum ist das hier so unordentlich? Das ist also ganz meiner Meinung nach eines der schrecklichen Ideen der Kirche. Es muss alles wahnsinnig ordentlich sein, ne? Sonst kann es ja nicht von Gott sein, ja. Aber dass das Evangelium auch die Leute in Aufruhr versetzt, dass da also wirklich die Dinge zum Vorschein kommen, die da im Verborgenen sind und dass da also wirklich Mächte aufeinander prallen und dass da unglaubliche Dinge vor sich gehen und eben auch diese Heilungen, dass Leute da schreien und weinen und da auf die Bühne rennen und sagen, ich kann gehen und dann da irgendwo ihren Rollstuhl verlassen haben. Ja, man kann dann sagen, das ist alles irgendwie, haben sie wahrscheinlich vorher inszeniert und einstudiert, aber ich meine, da müssen die aber das sehr gut gemacht haben, wie das dann geht, dass die da, dass die Leute da, also es sehr gute Schauspieler sein müssen, die da aus ihren Betten aufstehen. Also ich habe das auch gesehen, Leute wirklich in ihren Krankenbetten, die da reingefahren werden und die Evangelisten haben keine Berührungsängste, die gehen da hin und da sind die Kameras drauf und da sind 1000 Leute drumherum und dann wird auf diese Leute eingegangen, diese Schicksale, diese Kranken, die Familien und solche Dinge sind bis in Mark und Bein müssen die uns rühren und rühren die uns, dass wir sehen, das ist das Evangelium, das Reich des Gottes, das ist eben nicht nur irgendwie ein religiöser Vortrag, eine religiöse Richtung oder was, sondern da ist Gott am Werk mit Macht, der diese Menschen genau kennt und der genau weiß, was da wirklich los ist und sich ihrer annimmt. Wow. Ja, Evangelisten sind im Reisen, sie gehen wieder, sie können nicht still sitzen, nicht stillhalten, die kann man nicht in irgendeiner Gemeinde irgendwie festhalten, die drängt es danach rauszugehen, zu reisen, hin und her, alle Möglichkeiten zu nutzen, das Evangelium auszubreiten. Also für die Gemeinde sind die ehrlich gesagt dann auch sehr stressig, obwohl die natürlich, wenn die eine Evangelisation mit der Gemeinde mal machen, ja, dann ist das riesig groß und viele Menschen kommen in die Gemeinde viele gehen dann leider auch wieder, weil sie dann feststellen, ja, bei den Evangelisten war so viel Kraft, aber in der Gemeinde ist keine Kraft, das passt überhaupt nicht zusammen. Also hier muss auch die Gemeinde oft sich selbst auch nochmal bekehren, zu dem wirklichen Jesus, der umherging und in der Salbung, heißt es in der Salbung Gottes, also hier alle heilte, die da krank waren und die da vom Teufel überwältigt waren, heißt es. Er ging umher, heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Also, wow. Ja, wir sehen uns gleich wieder zum nächsten Kapitel 7, der neue Prophet.